Hallo Survival-Freunde und willkommen zurück bei The Long Dark. In der letzten Folge haben wir ja glücklicherweise endlich die Rifle gefunden bei unserem Rifle-Findungsausflug. Und der Stand der Dinge ist, wir sind soweit fit, es ist mitten am Tag, wir haben nicht kalt, aber wir sind mit der Tragkraft am Limit, das heißt, Nach Hauseweg, home sweet home. Und es wäre jetzt sehr, 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 sehr unpassend, jetzt hier oben auf einen Wolf zu treffen, ihn gar erlegen zu müssen. Gründe Tragkraft. So, aber jetzt... Eigentlich gehe ich in die falsche Richtung, mache das jetzt hier eine Biege, ja. Sehr gut. So, aber über diese Kuppe möchte ich trotzdem mal schauen. Naja. So. Rennen wir mal ein Stück. So, auch hier keine Wölfe in Sicht, geben wir weiter Gas. Ja, bei den letzten, oder bei eigentlich allen bisherigen Wolfangriffen, wurden wir da nicht wirklich vorgewarnt, dass die irgendwie geheult hätten oder so. Sondern, ja, wir haben die Wölfe ein bisschen hinterher gemacht. Die schleichen sich hier quasi an. Wenn wir sie heulen hören, sind sie eigentlich noch weit weg. Aber sobald sie sich nähern, ja, sobald man sie knurren hört, sind sie auch schon da. So. Jetzt bleibt die Überlegung, was wir als nächstes tun. Wir haben mit unserer Rifle gerade mal 3 Schuss. Mal unter der Voraussetzung, dass das 3 Treffer sind, kriegen wir damit auch keine 50 Tage hin. Außerdem ist das Repair, das Werkzeugkit, das wir gefunden haben, Das war, glaube ich, in einem saumäßigen Zustand, wenn ich mich recht erinnere. Die Simple Tools, ja, die sind schon runter auf 2/3. Und die Rifle an sich, die ist schon... Ja, die Rifle an sich ist schon richtig stark angegriffen. Diese 31%, damit könnten wir diese 3 Patronen noch abfeuern. Also, ich denke mal, wir werden sie nur reparieren, wenn wir noch weitere Patronen finden. Was nicht selbstverständlich ist. Von daher wäre es vielleicht besser... Oh, die Ecke hier gefällt mir überhaupt nicht. Da vorne ist ein Container und hier gibt es scheinbar Abzweigungen. Das ist eine richtige Kreuzung hier. Dass wir diese Tools eventuell benutzen, um ans andere Ende der Map zu gehen, wo dieser Crafting Table stand, um uns da solche Fallen zu bauen. Ich denke mal, wir müssen hier runter. Ich höre wieder überall solche Knurren und Kratzgeräusche. Was macht das Wetter? Naja, läuft. Ja, jetzt da runter oder erst den Container fest. Komm weg. Nee, wir haben doch keinen Platz mehr. Gucken wir trotzdem nach. Dann wäre es abgehakt und ich muss nicht mehr hoch. Ist vielleicht der bessere Weg.
Zeit nichts mehr gesehen im Horizont. Hier haben wir Reclaim Footage, das ich eigentlich nicht liegen lassen will, weil genau das brauchen wir für diese Fallen. Energy Bar, Metal Container, leider nichts drin, Plastic Container. Fisch auf 30%. Ich nehm's mal mit. Aber das war's auch. Licht hier gescheit. Wer ist noch ein Metal Container? So. Hier ist noch ein Metal Container. Matches, kein Ding. Scrap Metal, sehr gut. Ja, jetzt sind wir überlastet. Aber wir haben andere Dinge, die wir abwerfen können. Hier ist nichts. Ich nehme das Reclaimed Wood mit. So, hier im Regal nichts mehr. Mal unter die Betten gucken. Sind das zwei Schubladen? Nee, eine. Gut. Wir müssen ein Kilo loswerden. Noch irgendwelche dieser Heavy-Smetter. Da habe ich auch nur ein halbes. Das droppen wir mal. Material. Ja, den Firelock, aber der ist auch saugut. Essen wir mal. Wir haben 14 Uhr. Essen wir mal und schlafen wir mal. Wir schlafen mal 2 Stunden. Ich hoffe, das war nicht zu lange, dass uns jetzt nicht die Dunkelheit überkommt. So. Dann gucken wir mal, was wir an den Nahrungsmitteln verballern können. Irgendwas, das viel wiegt. Die Peaches Pfund. Condition. Die Peaches. Platz für 350 Kalorien. Eher so. Das droppe ich. 310 Gramm. Ein Viertel. Gut, dann nehmen wir die Soda. So, dann ist auch der Durst weg und wir sind nicht mehr überlastet. Ja, den Sweater haben wir jetzt halt gedroppt. Scheiß drauf, wir haben Klamotten. Okay, 16:30 Uhr. Wetter ist gut, Wetter ist okay. Ja, wir haben -5, aber ich glaube, es ist nicht mehr so weit. Eigentlich sollte ich nicht rennen, weil ich jetzt 2 Stunden geschlafen habe. Das heißt, es könnten jetzt wieder hier Wölfe sein. Apropos.
So, und weiter absteigen. Weiter absteigen. Aha! Da sind wir doch genau richtig. Und ein Wolf ist direkt vor unserer Tür. Diese Wölfe. Vielleicht können wir an ihm vorbeihuschen. Ich glaube, der ist hier Richtung See gelaufen. Da vorne ist er. Jetzt hat er uns gesehen. Aber das reicht nicht mehr. Home sweet home. Puh. Ausflug erfolgreich. Ah, schön. So. Das hier rein, das hier rein. Das hier alles rein. Jetzt haben wir schön was Holz, ne? Zwei Seeden, Firelock, 4 reclaimed. Haben wir gar kein Furfire? Ach, das ist auch noch da irgendwo, wo ganz anders, ja. So, Newspaper rein. Und die Tinderplugs. Das ist auch ein bisschen was. Da behalten wir mal nur 5, dann haben wir einen Pfund an Tinderplugs. Das reicht eigentlich auch schon. So. Das war das. Dann der Medizinschrank. Da haben wir ja auch noch was. So, da liegen. Aber da haben wir noch 6 Painkiller vor allem auf Safe. Naja, legen wir noch 2 dazu. Können wir uns unterwegs 4 mal den Knöchel verstauchen. Wir brauchen. Das Antiseptikum rein. So, dann haben wir 2 Antiseptikum. Antibiotika haben wir einfach sehr, sehr wenig. Ich lass mal einen hier. So, als nächstes der Kühlschrank. Ist nach Condition geordnet. So, sehr schön. So. So. Alles. Dann. Ja, was dann? Was nu? Da hinten. So, hier. Tools. Die Simple Tools, Material. Die Scrap Metal. Mit 3 Scrap Metal. So, und hier haben wir noch Clothes. Haben wir eigentlich auch dann genug? Other. Das Fuel. Klamotten haben wir da die Standard. First Aid, das ist auch nicht viel. Da haben wir gar nichts mehr. Da haben wir eigentlich auch nichts mehr. Dann sind es die Tools, die hier so schwer sind. Können ja wohl unmöglich die Streichhölzer sein. Ja, Hatchet 1,5 Kilo. Knife ein halbes. Und hier die 4 Kilo. Das hier wiegt 1,7. Die Mutmut sind es auch nicht. Gut.
Für die Rifle brauchen wir immer noch Firefire, das haben wir nicht dabei. So, die Rifle passt aber hier garantiert nicht mehr rein. Und was unten drunter? Tools. Die Rifle. Wo hatten wir denn die Laterne hin? Hier war nichts. Wo hatten wir denn die Laterne hin? Wir hatten doch zwei Laternen. Was, die sind hier noch gar nicht durchsucht? Eieiei. Da werde ich aber nachlässig hier. Naja, als wären sie durchsucht gewesen. Wo hatten wir die zweite Laterne? Hier ist nichts. Ofen hatten wir auch nichts. Hier ist nur das Medi. Empty, empty, searched. Da sind ein paar Jeans drin. Irgendwo hatten wir doch noch hier in diesem Haus. Die zweite Laterne. Hä? Ich weiß genau, ich habe die, die noch sehr gut war, weggestellt. Naja, sie wird sich finden lassen, irgendwann, irgendwie, irgendwo. Okay, ich überlege mir ein Plänchen für die nächste, für die nächsten Aktionen, die nächsten Folgen, wie wir jetzt weitermachen und wie wir es angehen. Und dann freue ich mich schon darauf, mit euch die nächste Episode zu genießen. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss.